Jo, also zu Cyberpunk, der Takimura hat jetzt sehr lange gewartet. Ich glaube, ich quatsche ihn jetzt mal an. Ja, sonst wird er irgendwann mal sauer. Nee, steht hier nur am Futter. Ich glaube, du hast sehr lange gewartet, so wie du guckst. Ja, gerade rechtzeitig. Ja, gut, siehst du aus. Wollen wir mal ein bisschen schmeicheln? Was ist los, Takemura, ey? Du bist ein bisschen buggy. Hey, Goro. Wow, du siehst ja richtig gut aus. Ach ja? So fühle ich mich aber nicht. Ich habe einen eures Kopfburger probiert. Aha. Und wie war er? Lecker? Frag die Leute da unten. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch gerade Starten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Ja, würde ich machen. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger, wenn es klettern muss. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesem Punkt hier hast du einen guten Überblick. Die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng, bye bye. Falls das gefährlich klingt, denk dran, lass dich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Na klar. Absolut. Gibt's einen Plan B? Okay, lass mal hören. Falls alles den Bach runtergeht. Gibt's einen Plan B? Was glaubst du denn? Man beschuldigt mich des Verrats an Arasaka. Obendrein schlage ich mich zur Schwester des CEOs durch. Es gibt keinen Plan B. Dieser muss klappen. Alles klar. Bereit oder nicht? Ja, der Plan okay. ist richtig scheiße. Und trotzdem bin ich hier. Weiß. Dafür danke ich. Danke mir, wenn's vorbei ist. Jetzt geh auf Position. Also gut. Warte auf mein Zeichen. Pass auf dich auf, Goro. Bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Okay, let's go. Ich brauche aber einen Nick. Könntet ihr mich mal hier durchlassen? Dass wir hier durchkommen. Leute. Kommen wir denn da rauf? Das wird richtig scharf. Ein krasser Gegensatz zu den Massen. Niemand von uns erzählt. Wieder da! Los!
Kommen wir da ohne weiteres rein oder gibt's da jetzt gleich sofort Ärger? Ist nah dran. Er ist gleich vor dir. Er hat die Leute im Blick. Ist abgelenkt. Okay, verschwiegen wir Katzerklärung. So, wie kriegt das Ding hier aus? Ah, so vielleicht. Okay. Irgendwie raufkrabbeln, oder? Kann ich einfach so raufspringen, oder? Kann ich hier durch? Sonst noch jemand gesehen, ne? Ja? Kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburo aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast doch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Und dann bleib doch mal ruhig. Okay, komm. Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Dort kannst du hochklettern.
Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat? Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen! Habe ich doch gesagt. Ein kleines Upsi. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Na komm schon. Oder treffen. Die zweite. Tür ist zu, okay. Aber wie weit müssen wir noch runter? Noch ein Stückchen, ne? Können auch drüben runter, oder? Nee, nur hier. So, wir kommen immer näher. Das war knapp, ne? Meter. Und du hast ihn. So viel zum Thema Scharfschütze. Er war da aber nicht der Scharfschütze, oder? Doch. Okay.
Wie heißt das so schön? Ziel erledigt. Das hört man gern. Am Ende so, des was war hier denn noch so Schönes? Zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weit oben. Ich gebe Bescheid. Was war 16-stellig? Wie? Okay. Oder spricht wieder? Hör zu. Ja. Mitteilen, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. Sie muss hier raus. Sofort. Arasaka ist problemlos in der Lage, seine Leute zu schützen. Frag deinem Boss, was ihm lieber ist. Das Arasaka Image oder seine Schwester. Alles ist unter Kontrolle. Over and out. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht viel. Wir müssen uns beeilen. Okay. Aha, wir können nicht laufen, ne? Weil zu viel am Tragen dran am Sein. Jo. Okay. Vielleicht reicht das. Da rein. Hallo, wo bist du? Macht er da? Bei der Ausrüstung. Klar. Ist er der Einzige, ne? War das zu laut? Nachrichten sehr leer. Da wollen wir nicht hin, wir wollen weiter. Mit erhobenen Händen rauskommen. Jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Okay, da ist er. Auf der Stelle ergeben! Versucht, den Wartungsbereich zu erreichen. Und wenn das nicht klappt, dann kannst du über die Brücke zu deiner Rechten. Achte auf die Wagenjets. Halt den Kopf unten, sonst wirst du gebracht. Ach komm. Ohne den stabil aus. Entweder daran rum.
Alter, wer sieht mich denn hier da oben, okay? Oh. Du hast da was am Kopf. Das waren die zwei von unten, okay. Baustelle, na gut. Also ein Schützen haben wir noch. Okay, wie kommen wir darauf? Hier rein, oder was? Oder einfach mal die Leiter nehmen. Oh. Kleine Drohne. Schütze auf der Fußgängerbrücke. Ja, offensichtlich. Gut gemacht. Ein Problem bleibt noch. Oh. Na, jede Menge Minen. Okay, oh, das nice. Nett war da. Sie hat sie. Du musst sie erledigen. Sonst können wir den Wagen nicht übernehmen. Sie versteckt sich in einem umfertigen Wohnhaus in der Nähe des zweiten Scharfschützen. Okay, bin unterwegs. Scheiß Drohne. Down. So, wie viele von denen haben wir denn? Okay. Was gibt's jetzt hier noch an Minen? Nix mehr sonst, ne? Ah, oh, was für ein Scheiß. Geht wohl nicht. Ich würde aber schon gerne mal in das Notebook reingucken. Komm schon, das geht irgendwie. Wäre für Ablenkungsmanöver gedacht. Okay, vielleicht. Call your soul, she
Okay, gut, dann gehen wir unten durch. Dann ziehen wir uns hier den mal, den guten Netrunner. Der wäre viel weiter oben gewesen. Shit. Entschuldigung. Oder auch nicht. Oh, krass. Scheiße. Nicht gut. Olli, wecki, wecki. Jetzt wie? Ich hab Ihre Aufmerksamkeit. Link rausziehen. Bist schon zu lange online. Zeit für eine Pause. Oh, wen haben wir hier? Wow, wow, wow. Natürlich bist du hier. Wow, nicht schlecht. Ist eine Affe. Ja, ja. Na, wo ist er? Thank you.
Alter, was für ein hartnäckiger Vogel. Wo ist er denn? Selbst eingebrockt. Nein, das hätte nicht sein müssen. Er hätte mir dasselbe angetan. Du hast es gesehen. Das werde ich nicht vergessen. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter. Danke. Sehr freundlich. Mal kurz hier gucken, was es ist. Nicht schlecht. 7A, 7A. 5, 5. Na gut. Ich will noch mal ein bisschen scannen hier, weil war doch ein ziemlich großer Raum. Okay, sehr gut. Online und im System. Anako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versucht zuzuhören. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein. ゲンナと報告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば、弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの。俺たちだ。私が参加したのは、あくまでもお父様を追悼するため。 操り人形になるためじゃないわ。この見せ物では、みんなに役割がある。道子は文句を言ってないぞ。だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。 Goro, alle Systeme down. Jetzt oder nie. Dosama. Da ist er. Anako-sama. Anata wa? Oyushi wo. Douka, hanashi dake demo okiki kudasai. Saburo-sama wa. Shi no koto o kuchi ni shinai. Kore ga ore ni dekiru saigo no kohoushi nano desu. Saburo-sama no shi ni tsuite shinjitsu o wakasu koto wa. Anako-sama, burei o hatarakitaku wa arimasen. Shikashi. B, lauf!
Scheiße! Er hat sie abgeknallt? Was immer passiert ist, wir sind gefickt. Ich wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der Kostenleine? Okay, wo lang? Das ist irgendwie runter, ne? Einfach jumpen? Nö. Dann das gemacht. Wie? Bist du in Sicherheit? Ja. Vorerst. Hast du den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? In einem verlassenen Wohnblock. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Schnell. Siehst du okay aus? Wir gehen gleich live. Krasser Dude, ey. Lass mal kurz gucken. Ich würde sagen, solche Story, die hören wir uns dann erst beim nächsten Mal an, oder? Was für ein krasser Vogel. Okay. Also, mehr beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.